So, herzlich willkommen zu meinem zweiten Video. Machen wir schon Fenster zu. Die Luftanlage ein bisschen runter. Super, jetzt weg angerufen. Das ist Jimmy, mit dem treffe ich mich jetzt gleich. Ich gebe erstmal ans Telefon. Bin ich zurück. Es ist immer Freitag und wir wollen noch mal kurz irgendwie angeln gehen. Zusammen irgendwie ein bisschen quatschen noch. Weil er studiert momentan, wir arbeiten in der gleichen Firma, er studiert und angeln halt ab und zu mal ein bisschen zusammen. So, jetzt ist grün, toll, und weg sind wir wieder. Wo der mich hier schon wieder hingelockt hat, kenne ich ja gar nicht. Nee, Jimmy ist ein netter Kerl. Jimmy hat, glaube ich, vor 2 Jahren angefangen zu angeln. Letztes Jahr war er schon recht häufig irgendwie mit einem anderen Kumpel von ihm angeln. Und der nennt ihn immer Schneider Jimmy. Ja, eigentlich hat er auch recht. Aber der Kumpel ist, um die zu ändern. Und da, wo wir heute hinfahren, da fängt man eigentlich immer irgendwie was. Außer Jimmy. Wichtig ist, dass es Spaß macht. Egal, dann muss man muss nicht jedes Mal einen Meterfisch fangen oder irgendwas. Schön ist, wenn man draußen in der Natur ist und alles ein bisschen genießen kann. So, Jimmy, das ist Jimmy und Jimmy hat gerade sein Revier markiert. Ja. Sag mal, was macht man heute? Lametta fangen. Also du willst wieder Kraut fangen, ja? Richtig. Also so wie immer, ändert sich nichts. Nee, leider nicht. Mal schauen wir mal. Immer nicht so das Glück dafür. Du brauchst kein Glück, sondern einfach nur Angelpraxis. Ja. Und dann kommt der Fisch von ganz alleine. Ja, dann bauen wir erstmal auf. Will ich hier jetzt nicht stören beim Aufbauen. Der dauert ja nicht lange, ich bin ja gleich fertig. Hast du wieder, schon wieder geschummelt, ja? Alles schon vorbereitet hier. Gut, ich auch. Wo ist er denn? Da. Steht sie schon. Jetzt mal den Fisch haben, mein. Ein Hechtkiller bin ich gar nicht. Dann ist es da unten aber eigentlich ein recht heißer Spot. Da, ne? Hallo? Ja. Na, guck mal da. Da ist alles weiß, scheiße. Ja. Da hängen auch die fetten Krautfahnen drin, wa? Mhm. Können wir nachher vielleicht nochmal gucken. Ja. Nicht so schnell.
sieht er sonst? Hier vorne. Da vorne, siehst du es? Da ach, gedreht? Ja, Schleie ja. Ist das da. Oh, ein Kleiner. Schleie, klein, ja. Ganz kleine Schleie. Mit 60 cm. Na, 50. Dann? Was hast du denn da gemacht? Ja, die Knoten wie immer gemacht. Das hält doch nicht. Mach das ab. Nur einen Knoten. So. Zack. So. Zack. Oh, also, ich zeig dir, was ich gemacht habe. Ich zeig dir das nochmal, wie man das macht. Sechsmal rum, von unten durch und dann in die andere Hüsen. Zack, so. Du musst einfach hier so rein. Yeah. Huh? Das ist so rausgefallen. Aus dem Finger. So, zack. So rein. Zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ist egal, also bei dünneren Schnüren mache ich immer ein bisschen mehr. So, zack. Hier durch. Und dann, dann mache ich ihn oben nochmal durch. Genau. So. Genau so habe ich es auch immer. Zack. Genau so habe ich es auch immer. Theoretisch. Dann ziehst du es erstmal locker fest, bis es in einer Linie ist. Weißt du, hier unten, dass sich der Knoten gemütlich legen kann. Und dann ziehst du ihn fest. Dann hast du hier eine schöne feste Verbindung. So, ein Türschnitzer jetzt ein bisschen was ab. Alle? Ja. Wunderbar. So, jetzt hast du den Knoten, der hält. Stegen. Bis du das nächste abreißt. Ja, bei hier ja. Und wie viel so Geld hast du ungefähr schon so reingeworfen als ja, schon, Student? Schon 6-7 Monate. Was? Na, nee, jetzt nicht. Warte mal. Also letztes Jahr habe ich richtig viel weggeschmissen. Ja, da warst du im Hellsee immer angeln, ne? Nein. Genau, da habe ich richtig viel weggekloppt. Da hängt ja wirklich eine Menge an der Bäume bei mir und im Grund. Jetzt habe ich gerade da an so ein Holzding festgehangen. Wie gesagt, hab den dann losgekriegt, dann ist nach oben geflogen und dann irgendwie wieder rein ins Wasser, direkt in die Mitte. Statt ein bisschen weiter außen. Ich könnte mir vorstellen, dass er da irgendwo, wenn ich Glück habe, der dann irgendwo an der Wasseroberfläche oder am Kraut irgendwo hängt. Kannst du mal gucken, wenn du nachher reingehen willst, kannst du das dann machen. Nein, gut.
Ich habe ja letztes Mal auch, vor 2 Wochen halt ein Jerkbait gefunden. Echt? Der hing so an der Wasseroberfläche genau drunter, die Haken waren schon weggefault komplett. Mhm. Und dann habe ich den sauber gemacht, zu Hause jetzt irgendwie 4 Schichten Klarlack nochmal drüber. Mhm. Und damit werde ich im Herbst schön angeln. Den hier oder den kupferfarbenen? Nimm mal den kupferfarbenen. Neuer Köder, neues Glück. Mal schauen. Doch sehr krautig hier gerade. Extrem. Also so habe ich das nicht in Erinnerung. Der Wasserstand ist auch ganz schön gesunken. Habe ich das Gefühl. Ich würde sagen, Hecht. Ja. Hä? Nee. Kein Monsterfisch. Hecht wird es sein, weiß ich nicht, vielleicht so 40, 50, 50er vielleicht. Aber groß ist er nicht. Aber vom Drill her finde ich, fühlt er sich komisch an. Nee, was ist denn bitte? Barsch oder was? Nee, ein Hecht ist es. Guck mal hier, Jimmy. Der ist nicht schlecht. Der ist gar nicht so schlecht, der Hecht. Weiß ich nicht. 60 hat er bestimmt. Siehst du? Komm mal her hier. Jetzt haben wir wieder nur so einen winzigen Kescher bei hier. Wird wahrscheinlich nicht so viel bringen. Weil? Mhm. Weil der Kescher zu klein ist. Weil du brauchst kein Ding. Nee. Eigentlich nicht. Nee. Weil die Bremse ist nicht zu, aber ich muss ihn ja ausdrillen, sonst kriegen wir ja nicht ordentlich gelandet. Ausdrillen heißt fertig machen. Ja, dass ich wenigstens landen kann. Jetzt ist er hier drinnen. Brauchst du jetzt einen Kescher oder nicht? Jetzt muss ich ihn ja erstmal rauskriegen. Das ist ein Kraut hier. Jetzt schwimmt er da wieder rein ins Kraut. Geil, wa? Hechtsprung nennt man das. Oh. Was hat denn der so viel Power, sag mal? Also Spaß macht's ja, wa? Aber die Bremse ist zu, ne? Jetzt hängt er hier fest. Ne, jetzt kriegt er raus. Boah, mit einer riesen Krautfahne. Kriegt ihr das mal an. Na, jetzt ist er raus hier aus dem Kraut. So, jetzt reicht es hier aber langsam mal. Nee, am Auge nicht. Der ist genau am Maul vorne gehakt. Genau vorne am Maul. Jetzt ist er langsam hier mal platt. Ey, das gibt's doch nicht. Der zieht immer noch ab, wa? Die Sau. Ich krieg den da ja nicht mit dem Kescher. Mit dem Kescher kriegt den, glaube ich, nicht. Ich muss den erstmal. Was war denn das jetzt? Wenn er von vorne gekommen wäre, jetzt hätte ich ihn ja gleich mit dem Kescher eingeschrieben können. Kriegst, versuch's mal, den du mit dem Kescher kriegst. Ja, heute nehme ich gleich ab. Warte.
So, versuch's mal. Richtig rein mit dem Kescher ins Wasser da. So. Nee, geht nicht. Vergiss es. Jetzt hängt der Köder fest. Warte. Scheiße. Warte. Jetzt muss ich keinen Fuß ins Wasser halten. So. So, zack, da haben wir ihn. Versuch's mit Ohr. Ja, ja. Halt mal fest. Warte, kriegst du ihn raus? Der ist da irgendwie ganz tief drin. Nee, ist er nicht, ist er nicht. Alles gut. Achso. Ich hab ihn. So. Zack, kannst du mal meine Angel nehmen. Jetzt müssen wir mal hochgehen. Wieder mal. So. Zack, Zange. Ach, der ist im Maul übernattet. So. Ah, fuck. Das war mein Finger. Gut, ist halt so. Ist halt so. So, da ist er. So. Ach, ist nicht so schlimm. Wo ist denn der Köder? Ist der da im Maul? Ja, das ist im Maul. Na, da runtergeschluckt. Komm mal her. Zack, dreh aus. Zack. Zack, vorgezogen. Oh. 80, ne? Guck mal, ich bin da vorne drüber. Ich nehme aber noch. Nee, 70. 72. Ja, 72. 73. Gut, alles klar. Schöner Fisch, toll. Foto machen? Ja, mach mal ein Foto. Ich bin mit der Blutung ein Foto? Ja. Und nass im Fuß. Hast du? Jo. Jo, gut. Zack. Dann geht er ganz schnell wieder zurück hier ins. Lass mal abwaschen hier. Den armen Kerl hier. Ja, der schwimmt gleich los. Aber mit meiner Hand gefällt mir nicht. Guck mal hier. Da ist er weg. Schön. Ha? Was suchst du? Oh, guck dir mein Hemd an hier. Das war's. Mein schönes Hemd. Jimmy, das ist hier die Blutschlacht mit Hecht. Immerhin entschneidert. Aber sowas kommt halt vor. Ne? Geht besser. Oh, guck mal. Das war wahrscheinlich der Hecht. Ja. Oh Gott. Pass auf meine Rute! Oh, schreck mich da nicht so. Hier, nimm mein. Achso, ich hab da gar keinen Köder dran. Dann hätte ich gesagt, nimm meine Angel. Ich verstehe nicht, warum ich hier mit diesem Teil ständig die Köder verliere. Sich nämlich komisch an. So warm. So matschig warm ist das. Ja, das kann sein. Oder ein bisschen zu doll zugedrückt. Ne, blutet immer noch. Das ist ja auch nicht schlecht, wa? Das ist ja auch nicht normal, dass das immer noch blutet. Hä? Ja. Naja, gut. Richtig helles Blut. Das hatte ich ja so extrem auch noch nie, ey. Irgendwie abdrücken, muss ich das Ding hier mal zerreißen, wa? Was basteln. Ein Druckverband hier. Boah, das ist ja richtig feste Zeug hier. Ich kann ein Video machen. So, willkommen beim Druckverband binden, wenn man von einem Hechtzahn aufgerissen wurde.
hier komplett durch. Ja, ja. Willkommen. Ich dachte gerade, da steht ein richtig fetter Barsch. Aber nein. Ich würde ja gleich in die Kaufhalle gehen, wenn ich zurück bin, aber... ich glaube, ich sehe ein bisschen komisch aus. Die denken hier sonst was und rufen gleich die Bullen wahrscheinlich. Ich denke mal, dass du bist so ein richtiger Angelspot-Spooker. Von dir muss man immer 200 Meter entfernt stehen, wenn man angelt. Jimmy hat Sehnsucht nach seinem Köder und überlegt, ob er da ins Wasser reinspringt. Ach, da hinten! Aber hier ist es eigentlich, naja, hier ist ziemlich klar, ne? Flach ist es hier auch nicht. Ja. Ne, die Steine, die waren eine Zeit lang fast unter Wasser, ja. Aber flach ist es hier nicht. Also erst hier war das fest gewesen und dann ist es hier oben hingeditscht und dann da ins Wasser. Hm. So viel zum Thema umweltfreundliches Arbeiten. Hier zum Beispiel ist hier alles mit Bitum und Teer-Scheiße. Alles beklebt hier. Ist das abartig, ey. Mann. Scheiße. Was denn? So, nun kommt noch das Resümee. Ich würde sagen, Jimmy hat das Wort erstmal. Und dann sage ich noch was. Was soll ich dazu sagen? War vom Arsch. Mehr geht weggeschmissen als alles andere. Aber du machst trotzdem weiter, oder? Ja, gezwungenermaßen. Was soll man machen? Ach, wieso gezwungenermaßen? Du wirst ja nicht gezwungen zum Angeln. Das machst du ja, weil es dir Spaß macht. Sagt er. Naja, bald werde ich anfangen hier mit Eisenbahn sammeln. Aber du kannst es doch nicht auf dir sitzen lassen, dass Stevie immer sagt, Schneider Jimmy. Das kommt schon noch. Das passiert ja nicht alles von heute auf morgen. Also überleg mal, wie viel du angeln warst und wie viel ich in den letzten Jahren immer angeln war. Ich habe ja vorher schon ein bisschen mich damit beschäftigt und durch Friedfische und so weiter geangelt. Das stimmt. Naja, da fehlen noch ein paar Jahre bei mir. Naja, das kommt schon. Ich denke, immer am Ball bleiben. Richtig. Gilt natürlich auch für euch da draußen. Für ist die sehr ganzen 6 Abonnenten, danke dafür. Wahrscheinlich kennen mich alle persönlich. Ich weiß noch nicht, wer das alles ist. Ich kann dazu nur sagen, am Anfang ist es sehr kostenintensiv. Man schmeißt mehr Geld weg als alles andere. Was Köder betrifft, ne? Richtig. Und ja. Vorfischer. Kann man sicher selber bauen, da bist du jetzt auch drauf gekommen. Juhu. Dass es sehr viel preiswerter ist. Ja, das und die halten vor allen Dingen auch besser, finde ich. Also ist meine Meinung. Man kann sie besser abstimmen. Das stimmt. Auf alles. Ja. Oh, danke schön. So, das alkoholfreie Bier, ne? Dass ihr das wisst. Nee, für mich, ja. Ich hab mich jetzt hier mit dem Daumen halt ein Pflaster gefunden noch. In meiner Tasche, wunderbar. Blutet auch immer noch ein bisschen. Aber das ist genau auch in der Beuge, im Knick vom Finger. Aber das passiert natürlich auch und das bleibt nicht aus, wenn man irgendwie mal einen Hecht im Kiemengriff hat. Allerdings ist es
ist das eigentlich noch so die schonendste Möglichkeit für einen Fisch. Und wenn ihr einen Fisch kechert, dann am besten Kescher irgendwie mit Gummi. Das ist einfacher, auch wenn der Köder mal drin hängen bleibt, dass man den dann schneller wieder rauskriegt. Und für einen Fisch ist es auch schonender, weil da die schützende Schleimhaut, die den Fisch umgibt, nicht so doll beschädigt wie ein ungummierter Kescher. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, erfolgreiches Wochenende, geht ans Wasser, genießt die Natur. Ja, falls ihr was erkennt. Kriegt ihr dann vielleicht auch nochmal so eingeblendet im Video. Und ihr wisst ja, wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, abonnieren und auch gerne einen Kommentar da lassen. Freue ich mich natürlich auch drüber. Ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr Interesse habt, was ich mal irgendwie machen soll, auf was ich mal angeln gehen soll. Nächste Woche bin ich in Dresden, da werde ich es versuchen, auch mal eventuell auf Zander noch zu angeln. Wir werden sehen und wir sehen uns. Tschüss.